Ja, liebe Dampfer- und Shisha-Freunde, heute mal wieder 2-in-1. Und zwar geht es einmal um den allseits beliebten Smog TFV12, den King des Beastes oder Beast King auch genannt. Ja. Und noch zeitgleich machen wir ein ganz kurzes Vorstellungsreview vom Red Esther aus dem Hause T-Choose. Ein allseits bekanntes Ami-Liquid, momentan unser Lieblingsliquid. Deswegen fangen wir jetzt auch gleich mit dem Video an. Servus liebe Shisha-Freunde, willkommen zu einem neuen Video von eurem Smogbuster-Team. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken, heute mit Tobi und mit mir. Und genau, heute, wie schon erwähnt, geht es um den Smog Cloud Beast King TFV12, auch bekannt. Derzeit einer unserer Lieblingsverdampfer. Und ja, zu den ganzen Eckdetails, wie viel das Ganze kostet, wo wir das her haben, blablabla. Tobi, leg los. Ja, also der Smog Cloud Beast King, ich meine, an die, die unsere Videos schon länger schauen, wissen, dass wir einen Smog Alien Akkuträger haben. Passt ganz gut dazu, das Ganze. Wir haben uns das Ding jetzt gekauft, nach langer Recherche. Juli und Sascha haben ja bereits den Baby Beast. Den TV4, ja. Dann habe ich einige Verdampfer und wir haben einfach gedacht jetzt, weil wir letztens mal was bestellen wollten und haben gedacht, um Versandkosten zu sparen, bestellt einfach jeder irgendwas. Und Juli und ich, wir haben uns entschieden für den Cloud Beast King, wie das Ganze so schön heißt. Beast King, das klingt ja schon mal brachial, wenn man es so anhört. Mhm. Und wenn man einen Baby Beast kennt, ja, werden wir uns jetzt mal überraschen lassen, was da passiert. Das Einzige, was wir nicht machen werden, wir werden das Gerät nicht komplett zerlegen. Dafür gibt es genug Videos von Dampfer-Channels und so weiter. Wir machen das Ganze nur ganz kurz in der Detailansicht, wie das ausschaut. Ist aber eigentlich allseits bekannt, würde ich mal sagen. Ja. Das Einzige, was wir zusätzlich haben, ist, wir haben uns die RBA-Version bestellt. Aus Versehen? Ja, ich habe nicht drauf geschaut beim Bestellen. Aber gut, ist auch nicht schlecht, weil die RBA-Version, RBA bedeutet im Prinzip, dass man statt diesen Fertigcoils, die man kaufen kann, entsprechend, ja, ist so ein Einsatz drin wie der Coil, einmal mit Dual Coil und einmal mit Triple Coil, und da kann man dann selber eben die Drähte wickeln und letztendlich die Watte reintun. Das schauen wir uns mal ganz kurz an, aber das tut heute nichts zur Sache, wir haben Fertigcoils drin und dazu gleich mehr. So, liebe Freunde, schauen wir uns das Ganze mal in der Detailansicht an. Kurz und knapp, hier ist das äußere Verpackungsstück. Wie schon gesagt, wir haben das Ganze hier in der RBA-Version, das heißt, es sind zwei solche Coils dabei, mit Selbstwickeln dann im Endeffekt. Die Box an und für sich, schön schwarz, klassisch, wie man so kennt von Handys vor allem. Hier liegt das Ganze normalerweise drin, da ist eine Lasche dran zum Rausziehen. Dann haben wir hier einmal eine Bedienungsanleitung. Die finde ich sehr, sehr praktisch bei der RBA-Version, weil drauf steht, was ist für Material der Coils, welche Widerstände haben die ganze, die Leistungsbereiche, steht alles sehr, sehr detailliert drauf, auch wie man das Ganze wickelt, ich habe es hier verkehrt rum. Wirklich, hier steht alles drauf, also wenn ihr die RBA-Version habt oder das RBA-Zubehörstück euch kauft, ist das Ganze sehr zu empfehlen. Kurz zu den RBA-Coils. Ihr seht hier eine Coil drin, ich habe zwei rausgemacht, weil ich die ganze mal im Tröpfel ausprobieren wollte, wie die Coils so sind. Ich habe nämlich jetzt kein Draht mehr rumliegen. Das war das Triple Coil Grad, das hier ist Dual Coil Version. Also da kann man auf jeden Fall was damit anfangen, so detailliert gehen wir da jetzt gar nicht rein, weil wir werden sowieso irgendwann mal ein Wickelvideo machen, aber wahrscheinlich über einen Tröpfler. Dann sind Dichtungen natürlich immer dabei, auch das ein oder andere Ersatzteil. Ja, Juli hat gerade Bier drin. Und natürlich ganz wichtig, ein Ersatzglas. Sonst ist noch ein kleiner Imbusschlüssel mit drin. Der liegt hier unten, den hole ich jetzt nicht extra aus der ganzen Box raus. Ja, zum Gerät selbst. Ihr seht das Ganze jetzt hier auf dem Smog Alien. Ich habe es jetzt hier momentan auf 120 Watt eingestellt. Das Ganze tatsächlich hat 0,175 Ohm. Hätte also hier eine Spannung von 4,6 Volt ungefähr und 26 Ampere, also ein doch ordentlicher Strom für das Ganze. Hier unten, was als allererstes ins Auge sticht, ist natürlich die Größe von dem Ganzen. Ich habe jetzt leider den Baby Beast nicht da, weil der Juli den gerade nicht finden kann. Der ist irgendwo verschollen. Aber hier ist der Clado 120, also ist doch ein deutlicher Unterschied. Ist ein riesen fettes Teil, das Ganze ist, also wirklich, auch wenn man es hier drauf hat,
fast so breit wie das Deck, also wie die Fassung oben drauf. Richtig großes Strip-Tip, ist absolut gigantisch groß. Man hat hier oben dieses Öffnungssystem mit dem Aufdrehen. Schön groß zum Liquid einfüllen, da passt wirklich alles rein. Aber bitte nicht hier ins große Loch, wenn man sich so anschaut, hier in den Mund von dem Zyklopen. Das Ganze rastet auch hier ein an der Naht. Nicht aus, sondern ein. Geht wirklich, das hält. Da muss man wirklich ordentlich Druck drauf ausüben, dass es aufgeht. Und hier ist einmal die Q4-Coil. Ich sag hier, die Coil mit dem Blitz. Als ich mir die gekauft habe, habe ich gesagt, ich brauche die Coil mit dem Blitz. Das Ganze hat einen Leistungsbereich von 60 bis 190 Watt. Empfohlen werden 90 bis 160 Watt. Also bei 0,15 Ohm ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr große Spanne. Die Airflow, also da braucht man nicht viel dazu sagen, das ist eigentlich ein riesen Schlitz. Da kann man seine Füße reinstecken. Da, das ist absolut riesig, das ganze Ding. Die kann man aber auch hier schön verstellen. Stufenlos, komplett. Ich habe es jetzt einmal gedreht, zweimal gedreht, da ist keine Rastnaht drin. Also da gibt es eigentlich nicht viel dazu sagen. Schwer ist das Ganze, groß in der Hosentasche. Aber ansonsten finde ich den echt optisch auch sehr, sehr ansprechend. Vor allem mit den Rillen hier dran. Wir haben den beide in Silber. Schwarz haben wir leider nicht da. Aber wirklich sehr zu empfehlen. Ja, interessante Frage jetzt schon mal gleich. Was kostet dieses Gerät eigentlich? Also es gibt natürlich hier Unterschied zwischen RBA-Version und der normalen Fertig-Coil-Version. Bei der Fertig-Coil-Version sind 3 Coils dabei, so viel ich jetzt weiß. Bei der RBA-Version 2 Coils. Kosten beide so um die 50 Euro. Also es gibt welche, das ist wirklich von Shop zu Shop unterschiedlich. In manchen Shops kriegst du das Ganze für 49 Euro, in manchen Shops für 44,99, in manchen Shops sogar im Angebot kriegst du es für 40 Euro. Online zum Beispiel, musst natürlich die Versandkosten mit dazu rechnen. Aber preistechnisch sagen wir einfach mal so zwischen 40 und 50 Euro. Ist ein stolzer Preis, ist aber auch ein stolzes, großes, schweres, biestiges Gerät. Muss jeder für sich selber wissen, ihr könnt das Ganze über den Link in der Videobeschreibung natürlich jederzeit über Amazon zu einem echt fairen Preis bestellen. Ja Freunde, die Detailansicht habt ihr jetzt gesehen, hoffentlich konnten wir euch das ganze Gerät ein bisschen näher bringen. Jetzt wollen wir natürlich auch das Ganze mal dampfen für euch. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Q4-Coil drin, eine andere haben wir jetzt glaube ich, haben wir keine da, ne? Nein. Haben wir keine da, aber ist ja auch egal, das ist so von den Bewertungen her eigentlich mir die beste, laut Testberichten ja. Und so weiter und so fort. Die ganze Coil ist ausgelegt für 60 bis 190 Watt mit einem Widerstand von 0,15 Ohm. Auf der Coil steht noch drauf, 90 bis 160 Watt ist eigentlich so die Performance, wo man die besten Ergebnisse eigentlich damit zielen kann. Und wir werden das Ganze jetzt mal testen. Ich habe das Ganze jetzt mal hier eingestellt auf 60 Watt, der Tobi glaube ich auf 80. Ja, wir gehen in 20er Schritten einfach mal hoch bis auf 190 circa dann. Wenn es sich nicht zerbeutet, gell? Ja, das schaffen wir. Schauen wir mal. Also ich werde jetzt mal kurz ziehen mit 60 Watt, dann der Tobi mit 80. Dann haben wir mal ein kurzes Fazit, was wir jetzt hier so von dem Geschmack, vom Rauchverhalten und so ein bisschen rausfinden und so weiter und so fort. Dann lege ich gleich mal los, würde ich sagen. Ja. Ist auch noch nichts. Zieh du erstmal. Dampftechnik. Ja, also fange ich gleich mal an. Jetzt hier bei 60 Watt muss ich leider sagen, bei 60 Watt habt ihr, wie ihr gesehen habt, so ein laues Lüftchen. Ne? Also der Verdampfer ist ja wie gesagt dafür ausgelegt, heißt ja auch Cloud Beast King. Der muss befeuert werden mit Watt, so rum, dass der überhaupt auf Leistung kommt. Also mit 60 Watt, da tut sie eigentlich noch gar nichts im Karton. Geschmacktechnisch, ich weiß, wie es Liquid schmeckt, finde ich bei 60 Watt sehr, ist, sehr low. Fast gar nicht. Also man hat eine leichte kühle Note, aber zum Liquid kommen wir ja später. Tobi, wie ist bei dir? Ja, dasselbe mit 80 Watt ist, für mich würde ich sagen, ist 90 Watt wirklich der untere Grenzbereich, weil ich meistens, wenn ich ja, entspannt irgendwo bin und einfach nur ein bisschen dampfen will, auch 90 Watt Dampf und wenn ich dann quasi die ersten Züge oder sowas, gehe ich mal ein bisschen hoch oder mal so, aber dazu kommen wir gleich noch. Juli, auf wie viel Watt bist du? Ich habe jetzt 100. 100, mal muss mal kurz zeigen, dass er uns auch glaubt, was da drauf steht. Also bei mir ist 100, bei Tobi ist 120, genau, dann ziehe ich gleich mal wieder für euch. Kommt deutlich mehr raus. Ja. Ja, also wie ihr seht,
Die Dampfentwicklung ist natürlich schon mal Welten, würde ich sagen. Hm. Ist jetzt aber gleich mal, um vorauszusagen, noch nicht das Maximum. Also da könnt ihr euch gleich mal gespannt sein. Geschmackstechnisch jetzt bei 100 Watt. Man merkt schon, dass der Verdampfer oder die Coil langsam in Schwung kommt. Kommt langsam in etwas intensiverer Geschmack raus. Die Rauchentwicklung habt ihr ja gesehen, die ist auch deutlich besser. Aber es geht noch mehr. Tobi, bei dir? Ja, also ich muss sagen, 120 Watt ist ja sowas, wo ich sage, das ist so, wenn ich unterwegs bin, ganz normal. Wenn ich chillen will, 90 bis 100 Watt, so in dem Bereich. Also geschmackstechnisch, mir reicht es aus für diese Leistung. Also da kann ich mich nicht beschweren. Bei 100, ich weiß es ja, wie es ist. Es kann natürlich auch sein, dass ganz kleine Differenzen dabei sind, weil Juli hat das Liquid angemischt und ich habe das Liquid angemischt für mich. Also unterschiedlich angemischt. Da kann ein kleiner Unterschied dabei sein vom Liquid her. Meins ist auch schon ein paar Tage länger eingezogen. Mhm. Jetzt Juli? Ich habe jetzt 140. Okay, dann mache ich auf 160. Also ich muss gleich dazu sagen, der Tobi, wie ihr jetzt schon gehört habt, der dampft eher so auf die niedrigeren Wattzahlen. Ich dampfe den Verdampfer eigentlich so standardmäßig auf, sagen wir mal, zwischen 130 und 150 Watt. Also ich gebe den immer deutlich mehr Feuer. Jetzt bei 140 Watt. Ja. Deutliche Wolken. Mal kurz schauen, dass das weg ist. Und jetzt 160. Gib ihm. Ja. Also es kommt wesentlich länger raus. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich weiß gar nicht, wo der Rauch daher kommt. Irgendwie von den Fußzehen bis nach oben. Also das ist natürlich schon eine kranke Ansage. Vom Geschmack jetzt her und vom Rauch. Also Rauch habt ihr ja gesehen, das ist schon, also rauchtechnisch geht das Ganze schon ziemlich ab. Ja, Juli, ich würde sagen 190, bevor wir jetzt da noch weiter rummachen, beide 190. Ich wollte nur noch kurz anmerken, dass der Rauch ein bisschen wärmer wird, wollte ich noch hinzufügen. Also der Rauch Airflow, ist deutlich wärmer. Airflow definitiv an der Stelle ganz aufmachen. Wie viel hast du jetzt? 190, ja gut, mache ich auch 190, ziehen wir mal zu zweit. Moment, 1, 2, 3. Wir sind verschwunden. Also man muss sagen, ganz klar, Geschmack ist so ab, ich sag ab 100 bis 120 Watt, so in dem Preisbereich ist der voll da. Preisbereich, ja. Ist der voll da und zieht sich bis auf die 190 hoch. Die Intensität bzw. der Flash, wie man das Ganze ja nennt, wir haben jetzt 3 Milligramm Nikotin drin, kommt ein bisschen stärker raus. Das Ganze, muss man auch sagen, Frische. Drückt ein bisschen mehr. Mhm. Die frische Note ist ein bisschen stärker, das ist leicht mentholhaltig, das Liquid. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ja, also geschmackstechnisch von der Leistung her würde ich sagen, passen die Angaben, die draufstehen von 90 bis, wie viel waren es, 160? 160, ja. Passen sehr, sehr gut. Das ist auch so der Bereich wirklich, in dem wir unterwegs sind. Mehr würde ich jetzt eigentlich gar nicht, außer wenn man mal ein bisschen posen will vor irgendwelchen Kumpels, ein bisschen Dampf machen will. Auf jeden Fall, ja. Finde ich das ganz cool. Ja, zum Vergleich möchte ich mal ganz kurz den Melo RT25 herholen. Ich habe diesen Verdampfer mit exakt demselben Liquid in exakt derselben Woche, über eine ganze Woche hin, abwechselnd immer gedampft. Und ich habe auch noch einen Selbstwickler dabei, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Selbes Liquid, ich habe das Ganze jetzt seit knapp 3 Wochen im Dauereinsatz, das Liquid und die Verdampfer. Ich muss sagen, er kommt sehr, sehr gut ran. Beim Melo RT, muss ich sagen, ist es ein bisschen, da ist es fruchtiger, finde ich, weil das Liquid ist fruchthaltig, dazu kommen wir ja gleich noch, finde ich ein bisschen intensiver als hier. Frische Note nimmt sich nicht viel, ist beim Melo vielleicht einen kleinen Ticken stärker. Also ich würde sagen, ist auch aber eine Q4-Coil, also auch eine Quad-Coil, die ich drin habe. 60 bis 200 Watt geht das Ganze beim Melo. Mhm. Also ungefähr vergleichbar von der Leistung her. Würde ich sagen, spielt der auf jeden Fall ganz, ganz oben mit. Es ist einer der Verdampferköpfe, wo ich sage jetzt momentan von denen, die ich habe. Und ich habe jetzt, ja, es geht langsam Richtung 10. Doch einer mit der besten. Ja, Cloud Beast King ist jetzt gerade mal vorbei. Jetzt geht es ums Liquid. Wir packen das Ganze einfach mit hier rein. Dauert halt ein paar Minütchen länger, das Video. Genau. Aber wenn man sieht, was Dampfer-Videos normalerweise dauern, 30 Minuten für sowas, haut es eigentlich ganz gut hin. Also was soll in diesem Liquid drin sein erstmal? Also es ist rote Beere, blaue Traube, süßer Eukalyptus, Anis wollte ich jetzt gar nicht sagen, und Menthol. Also es ist eine eher rote, fruchtige Mischung. Eukalyptus klingt auf jeden Fall interessant. Menthol ist ja immer schwierig. Wir kommen aus der Shisha-Szene. Ich finde
Shisha ist Menthol immer. Aber wo Shisha muss ich gleich mal ziehen, ne? Deutlich stärker, ja, Shisha ist dann auch am Start. Finde ich immer die Mentholnote bei der Shisha ein bisschen stärker wie bei der E-Zigarette. Ist einfach so, was ich bis jetzt gedampft habe. Das Ganze gibt es nur als Aroma. Genau, an dieser Stelle blende ich noch kurz ein Foto vom Fläschchen ein, weil da haben wir jetzt gleich gerade keins da, also ich blende jetzt hier mal kurz ein. Ja, Juli war ein bisschen voreilig und hat es weggeschmissen nach dem Mischen. Ich habe jetzt auch nicht dabei, aber ihr seht es im Foto auf jeden Fall. Auf Amazon ist das Ganze übrigens Bestseller Nummer 1 in irgendeiner Kategorie, weiß ich jetzt gerade nicht welche. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, würde uns freuen, wenn ihr über diesen Link bestellt das Ganze. Kostet auf Amazon 9,90 Euro, also sehr, sehr günstig, muss ich dazu sagen. Auf Amazon sehr, sehr günstig, weil normalerweise in den meisten Shops kostet das Ganze so um die 15 Euro. Genau, 14, 15 Euro. Also, wer auf Amazon das Ganze nicht bestellt, ist selber schuld. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da noch Versand dazu kommt, aber wenn, sehe ich jetzt gerade, ne, die braucht halt wieder Altersnachweis bei Amazon. Genau, mit, 18 Jahre. Ist ja ganz normal eigentlich, aber wirklich. Vom Mischen her, das Ganze wird empfohlen mit 15%. Ich habe damals mit Pinkman ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich die deutsche Dossierempfehlung genommen habe und nicht die amerikanische. Bei der hier habe ich die amerikanische genommen, 15%, und es ist perfekt. Ich muss sagen, ich könnte es mir nicht schwächer vorstellen und stärker möchte ich es auch nicht unbedingt haben. Also es ist perfekt mit 15% angemischt, das heißt aus einer 30 ml Flasche bringt ihr 200 ml raus. Das Ganze kostet dann mit einer Base, sagen wir einfach mal eine Basis für 10 Euro, wenn man sich kauft, so ein Liter oder sowas oder 500 ml, so in dem Bereich. Und Nikotin entsprechend gewischt. Die Shots oder wenn jemand noch Bunkerbase zu Hause hat, also man fährt definitiv günstiger und wie schon gesagt, es gibt nur als Aroma. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Vorteil. Und jetzt kommt der absolute Brecher. Ich habe das Ganze angemischt und habe mir gedacht, ja, ich will jetzt nicht warten, weil ich das, das hat mir nämlich ein Bekannter empfohlen, der dampft auch schon seit ein paar Jahren, also der hat schon einige Jahre Erfahrung drauf. Schöne Grüße an. An den Stefan. Der hatte das Ganze mal dabei, hat mich probieren lassen. Ich fand das Liquid richtig geil und habe mir dann dieses, also das Aroma richtig geil, habe mir das dann gekauft und habe es angemischt. 10 Minuten geschüttelt, also 10 Minuten immer mal wieder. Die Bewegung kannst du ja gut, gell? Kräftig durchgeschüttelt das Ganze, kurz hingestellt, bis es dann bis die ganzen Bläschenhausen waren und dann habe ich gleich in den Tank reingekippt und es war sofort dampffertig. Und das Gestörte ist auch, die Farbe ist auch gleich da. Ja, es ist richtig rot, also ja. Für Fertigkäufer, Dampfer ist es ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil da kann man danach nichts anderes reinmachen. Die Farbe setzt sich so fest, das Aroma setzt sich so fest. Da was anderes reinzumachen, wäre eigentlich im Prinzip Blödsinn. Ich empfehle es für Selbstwickler, wenn man die Watte einfach wechseln kann, oder für Genießer mit dem Tröpfler zum Beispiel. Ja, ich finde das Liquid richtig, richtig geil. Ich habe das jetzt seit, wie schon gesagt, 3 Wochen am Dauerdampfen. Ist mein absolutes Lieblingsliquid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, genau, dann würde ich sagen, kommen wir noch kurz zum Geschmacksfazit, wie das Ganze denn so letztendlich schmeckt. Geschmacksbeschreibung hat der Tobi ja schon gesagt. Lesen wir mal kurz vor, Tobi. Ja, ich war so vertieft, dass ich den Geschmack vergessen habe. Genau, also was soll nochmal drin sein, Tobi? Hast du ja gerade schon mal vorgelesen, aber dass du es nochmal. Muss ich schauen, das sind wiederholst. Rote Beeren, blaue Traube, süßer Eukalyptus, Anis, Menthol. Okay, schauen wir mal, was wir da rausschmecken. Also ich weiß, die Anisnote kommt manchmal raus. Die versteckt sich oft, aber manchmal kommt sie ein kleines bisschen raus. Mhm. Mehr so Richtung Lakritz gehen, würde ich sagen. Bei blaue Traube schmecke ich jetzt nichts raus, obwohl ich Traubenfreak bin. Rote Beeren definitiv. Sehr, sehr dunkle rote Beeren. Liebe ich diesen Geschmack. Wir haben mal so einen richtigen Waldfrucht-Tee. Also es geht mehr in Richtung Tee. Tee, ja. Und Eukalyptus und Menthol ist eine echt geile Mischung. Also Mentholnote, würde ich sagen, ist sehr, sehr schwach. Und Eukalyptus verleiht im Ganzen eine Süße, also eine besondere Süße. Und ich liebe dieses Liquid. Ja, dann würde ich sagen, habe das Video eigentlich jetzt so gut wie über die Bühne gebracht. Wir hoffen natürlich, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Jetzt auch an die Dampferfreunde, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze so fandet. War jetzt doch ein bisschen länger, auch für die Shisha-Liebhaber auf unserem Kanal. Ist ja der Hauptbestandteil, sag ich mal, ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber das wollten wir auf jeden Fall mal so probieren. Ja. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Links, wie immer, in der Videobeschreibung hast du ja gesagt, könnt ihr direkt bestellen alles. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben nicht vergessen. Zum Abonnieren geht's zum Tobi. Zum letzten Video, wenn ihr mich sehen könnt, geht's bei mir. Und ja, dann sind wir raus. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein und Servus! Servus.